Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich damit angefangen, mich ein wenig mit der Makrofotografie im Bereich der Natur zu beschäftigen. Und ich bin noch weit davon entfernt, mich ein Experte auf diesem Gebiet zu nennen. Aber ich möchte euch in diesem Video ein paar Tipps, drei an der Zahl, mit auf den Weg geben, wie ihr schnell zu guten Ergebnissen kommen könnt. Lasst uns einfach direkt starten. Für die Schneeglöckchen hier bin ich eigentlich zu spät dran. Die Saison für Frühblüher oder für diese Frühblüher ist schon so gut wie vorbei. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft meines Hauses konnte ich noch ein paar Vorkommen ausmachen. Und daher müsst ihr entschuldigen, der Ton ist heute vielleicht nicht ganz so gut. Das ein oder andere Auto oder auch mal ein Bus fährt hier vorbei. Zeigt aber auch, Makrofotos kann man eigentlich überall machen. Damit kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Versucht so bodennah wie möglich euer Motiv zu fotografieren. Geht auf Augenhöhe mit zum Beispiel der Blüte hier, wie in meinem Fall. Ja, und versucht so das Ganze in den Rahmen zu setzen. Ich für meinen Teil nutze hier so einen Bodensack als Stativ, als Unterlage. Ihr könnt aber auch einfach euer Stativ verwenden, wenn es die Möglichkeit hat, entsprechend ausgeklappt zu werden. Oder aber ihr schnappt euch einfach die Kamera und setzt sie auf den Boden. Und dann macht ihr euer Foto. Tipp Nummer 2, sucht euch etwas, durch das ihr hindurch fotografieren könnt. Einen schönen unscharfen Vordergrund. Dadurch könnt ihr den Blick noch besser auf das Hauptmotiv lenken. Ja, und es erzeugt einfach einen sehr schönen, weichen Bildeindruck. Genauso gut sollte euer Hintergrund natürlich möglichst eben sein oder gleichmäßig sein. Oder im besten Fall natürlich auch ein wenig Lichteinfall von der Sonne, von der untergehenden Sonne vielleicht haben. Hatte ich mir heute erhofft, scheint aber nicht so zu kommen, aber so ist das in der Fotografie. Und wenn es dann einfach nicht passt und ihr kein passendes Motiv findet, keinen Vordergrund, durch den ihr durchfotografieren könnt, ihr nicht bodennah genug kommt, dann geht einfach mit eurem Makroobjektiv so nah wie möglich an das Motiv ran und versucht es formatfüllend zu fotografieren. Euer Makroobjektiv ist in der Lage, wirklich richtig, richtig nah an die Objekte ranzugehen und so könnt ihr ganz viele Details erwischen und vielleicht auch kleine neue Welten entdecken, die ihr vorher gar nicht gesehen habt. Damit beende ich das Video dann auch schon für heute. Diese Tipps haben mir beim Einstieg in die Makrofotografie wirklich sehr weitergeholfen und vielleicht helfen sie euch auch weiter. Das würde mich natürlich freuen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und solltest du neu auf dem Kanal sein, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Abo. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als haut rein und bis zum nächsten Mal. Und ganz am Ende, ich hatte sogar schon eingepackt, kam dann doch noch etwas Licht der untergehenden Sonne am Hintergrund durch und ich konnte das Foto machen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Nun aber wirklich, haut rein und bis zum nächsten Mal.